YouTube, meine Damen und Herren, wir sind am Start mit der neuen Box, mit Phantom Knights, ja. Phantom Knights, mega gut aktuell für einige Leute, das neue Tier 1 Deck schlechthin. Wir haben einige neue Karten, wie beispielsweise die neue Rangsteigerungskarte, Rangsteigerungskraft der Phantomritter, ja. Mit Rangsteigerungskraft der Phantomritter können wir beispielsweise während der Main Phase ein weiteres Phantomritter, Überfallraptor oder Exit-Drache-Exit-Monster beschwören, indem wir ein rangniedrigeres Exit-Monster wählen und dazu noch mindestens ein Monster beispielsweise verbannen, zumindest in diesem Deck. Und damit kann man dann beispielsweise den Rebellion Dragon weghauen, um dann zum Beispiel in einen unserer Fünfer zu gehen. In den Requiem Exit Dragon oder auch in den neuen Arc Rebellion Exit Dragon. Eine OTK-Maschine schlechthin, die kann nämlich dafür sorgen, dass alle anderen Monster auf dem Spielfeld keine Effekte mehr haben und sie bekommt die Attack des aller Monster auf dem Spielfeld, alle offenen wohlgemerkt, sodass sie dann beispielsweise auch gut und gerne mal in den fünfstelligen Bereich kommt und Karten OTK'en kann, also eine kleine OTK-Maschine. Wir haben die neue Karte, die Phantomritter der zerrissenen Platten. Wir können eine Karte abwerfen, um eine Phantomritterkarte von unserem Deck auf den Friedhof zu legen. Heißt also, wir haben hier Grave Setup und die Karte kommt vom Friedhof, wenn wir eine andere Karte von unserem Friedhof verbannen als Spezialbeschwörung. Also auch hier wieder eine Möglichkeit, wie wir um Backrow beispielsweise rumspielen können. Immer wieder ziemlich praktisch. Und jetzt wird's ekelhaft, Leute, denn dieses Deck ist auch in der Lage, in einen Überschar Ophion zu gehen, obwohl wir keine Elchar-Monster Stufe 4 kontrollieren. Es ist total egal. Wir können nämlich beispielsweise mit der Rangsteigerungsstart für Phantomritterkarte in Ophion gehen, um den Gegner damit die Möglichkeit zu nehmen, in Stufe 5 Monster oder höher zu gehen, zumindest als Spezialbeschwörung. Und wenn es ja, soweit ist und ein neues Deck rauskommt, wisst ihr alle, Konami ist in letzter Zeit auf dem Trip, dass wir guten Decks, die jetzt neu rauskommen, nochmal noch bessere Skills geben. Und das ist dann auch wieder in Duel Links der Fall. Moin YouTube, abonniert Rigi Bang. Guckt Leute, Leaks sagt auch, abonniert Rigi Bang. Ich kann jetzt zum Beispiel für den Fall maybe gleich nochmal den Chat einschalten, dass der Chat vielleicht mit euch kommunizieren kann, ihr Zukunftsmenschen. Aber ja, wir haben auf jeden Fall nochmal einen schönen Fähigkeiten-Bonus auch wieder für dieses Deck. Und es ist wirklich ziemlich lächerlich, weil wir haben zumindest mit dem zweiten Skill die Möglichkeit, ein Monster von unserer Hand auf den Friedhof zu legen. Dann legen wir eine Phantomritter-Monsterkarte von unserem Deck ebenfalls auf den Friedhof und setzen dafür einen Festerwiller des Überlebenden von außerhalb unseres Decks auf das Spielfeld. Die Karte kann dann in derselben Runde auch wieder aufgedeckt werden. Und wenn wir ein finsternes Exit-Monster als Material verwenden für eine Exit-Beschwörung des Monsters, können wir eine Karte auf dem Spielfeld wählen und diese zerstören. Es gibt die Möglichkeit, dass man diese Karte selber zerstört. Da wurde ich auch aufgeklärt, um einen Rangsteigerungszauber direkt von unserem Deck oder unserem Friedhof zu setzen. Auch für Setup-Möglichkeiten ziemlich praktisch. Und wir haben nochmal einen anderen Skill, und zwar legen wir ein finsternes Exit-Monster von unserer Spielfeldseite auf den Friedhof, um dann einen finsteren Rebellions-Exit-Drachen von unserem Extra-Deck in die verdeckte Verteidigungsposition zu bringen. Was bringt uns das? Naja, dadurch bekommen wir dann zum Beispiel eine Karte ohne Material unseren Friedhof, die wir dann über unsere Fallenkarten holen können, um in der ersten Runde über den Phantomritter des zerbrochenen Schwertes in einen Ophion zu gehen mit einem Rangsteigerungsstart für die Phantomritter, den wir just in diesem Moment rausgesucht haben. Sehr kompliziert, ja, aber eigentlich ziemlich effektiv in dem Fall. Und viele sind sich einig, dass dieses Deck das neue Deck to beat sein wird. Also, falls ihr auch so denkt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Und jetzt spielen wir nochmal ein paar Live-Games mit diesem Deck. Und ich sorge jetzt erstmal dafür, dass ja, die Zukunftsmenschies mit euch kommunizieren können. Wäre ja schade, wenn nicht. Also, wo haben wir jetzt den Chat? Das ist die Catcam, die brauchen wir nicht. Wir brauchen den Chat. So. Liebe Leute, lieber Chat, es kann sein, dass ihr jetzt zu sehen sein werdet. Guck mal, da seid ihr. Hey Anne, wie geht's dich? Grüß dich. Willkommen zum Stream. Willkommen heute. Also passt auf. Wir können jetzt zum Beispiel in dem Matchup unseren Skill aktivieren. Wir schmeißen beispielsweise jetzt die Phantomritter der zerrissenen Platten ab. Hallo YouTube, guck mal. Jetzt wird hier schön kommuniziert. Ich mache mal den Duell-Log aus, dass die Leute euch besser sehen. So, was schmeißen wir jetzt zum Beispiel in der Situation praktischerweise ab? Die Phantomritter des uralten Schleiers wäre eine Möglichkeit. Guck mal, die können wir nämlich jetzt abschmeißen. Und dadurch bekommen wir jetzt erstmal Festerwille des Überlebenden aus Feld. Ah!
Dekrähe. So sehen wir uns also wieder die Dekrähe. Mal gucken, was unser Gegner verbannt. Egal, was er verbannt. Es ist in dem Fall sogar ganz praktisch für mich. Weil wenn er jetzt zum Beispiel die Phantomritter des uralten Schleiers verbannt, kommt mein Phantomritter der zerrissenen Platten aufs Spielfeld. Deswegen mal gucken, was unser Gegner jetzt hier so machen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich würde an seiner Stelle aber die Phantomritter des uralten Schleiers verbannen. Aber er verbannt die andere Karte. Okay, hätte ich an der Stelle des Gegners wahrscheinlich nicht gemacht. Also, dann können wir die Phantomritter der zerrissenen Platten normal beschwören. Das Coole ist, wir können jetzt hier in dem Fall zum Beispiel Flügel der Phantomritter abschmeißen. Was uns nochmal so ein bisschen Setup gibt. Und dadurch können wir dann zum Beispiel auch nochmal die lumpigen Handschuhe abschmeißen. So, dann specialen wir die Phantomritter der leisen Stiefel. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, weil jetzt können wir in unser Rank 3 Monster gehen. Und normalerweise, ja, ich würde euch das jetzt natürlich nicht sagen, wenn es mir nicht selber passiert wäre, ja. Könnten wir jetzt in dem Fall nichts machen, weil der Gegner keine Karte hat, die wir schießen können. Aber wir haben natürlich unseren überaus brokenen Skill. Das heißt, wir können jetzt diese Karte samt ihren Materialien in den Grave schicken und kriegen jetzt einen Rebellion Dragon so direkt aufs Feld. Den können wir dann jetzt wieder in derselben Runde aufflippen. Und können jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass wir die Phantomritter der leisen Stiefel verbannen, um uns unseren Rangsteigerungsstart für die Phantomritter zu holen. Am I right? Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, aber ich meine schon. So, den können wir jetzt holen. Dadurch triggert der Effekt von die Phantomritter der zerrissenen Platten. Da muss ich auch noch mal überlegen, ist das richtig? Na, brauchen wir in dem Fall eigentlich nicht. Aber wir können ihn trotzdem aufs Feld holen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Wobei, doch, er wird verbannt. Ja gut, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Aber ja, guck mal. Rangsteigerungsstart für die Phantomritter. Das heißt, wir wählen ihn aus. Gehen jetzt in unseren Big Babo Requiem Dragon. So, dadurch, dass wir jetzt den Requiem Dragon mit einem Rebellion Dragon gerufen haben, können wir den Effekt von Fester Wille der Überlebenden triggern. Und wir zerstören Fester Wille der Überlebenden selber. Boom! Dadurch triggert nämlich der Effekt von dieser Karte. Und wir bekommen unseren Rangsteigerungsstart für... Wait, what? Ach, die andere Karte liegt als Material an. What? Das ist ja übel nervig. Okay. Okay, das ist übel nervig. Das war so nicht geplant, Chat. Ich wollte jetzt eigentlich Ophion beschwören. Habe ich die Möglichkeit gehabt, eventuell die Karte nicht anzulegen? Ja, ich muss die Karte anlegen. Das ist ja übel scheiße. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Chat? Was machen wir jetzt? So war das Ganze jetzt nicht geplant. So war das Ganze jetzt nicht geplant. Improvisieren, improvisieren, SpongeBob, improvisieren! Yo, Denix! Dankeschön, dass du die rote Milka-Kuh in Sub gegiftet hast. Okay, so war das Ganze jetzt eigentlich nicht geplant. Hä? Hätte ich das anders machen müssen? Warte mal, habe ich den Turn... Ich habe den Turn 1 jetzt verkackt. Hätte ich den anderen Rangsteigerungszauber nehmen müssen? Ja, ich hätte den wählen müssen, ne? Ja, ich hätte die Karte wählen müssen. Dann hätte das funktioniert. Oh, das ist jetzt natürlich blöd. Das ist jetzt natürlich blöd. Hinterher ist man immer schlauer. Hinterher ist man immer schlauer, Leute. Jetzt wissen wir Bescheid. Oh. Drachengeist des Weißen wird aktiviert. Okay, never mind. Der Effekt wird nicht aktiviert. Kampfchronik. Jetzt kommt wahrscheinlich Nachfolgerseele. Und das ist dann wiederum ziemlich doof. So, was sagt ihr? Unbedingt liken und teilen, besser YouTuber. Danke dir, Leaks. Sehr appreciated. Welches Deck findest du am besten, was in der Meta on top ist? Jetzt gerade... Phantom Knight ist ziemlich gut. Phantom Knight ist ziemlich gut. Doch, Phantom Knight ist ziemlich gut. Wenn man es vernünftig spielt. Aber egal. Es ist noch alles drin. Wir können halt immer noch theoretisch OTK'en. Können wir halt immer noch. No joke. Wir können immer noch OTK'en. Ja, wir machen es gleich einfach ein bisschen anders. Ich habe halt den falschen Rangsteigerungszauber geholt. Das ist halt echt doof gewesen gerade, ne? Aber gut, machst du nix. Hätte Fahrradkette. So, der wird jetzt leider verbannt.
Da ist mir, wie gesagt, ein kleiner Upsi passiert. Aber es ist in Ordnung. So, was haben wir jetzt hier am Start? Die rostigen Beinschienen. Die jetzt die lumpigen Handschuhe spezial beschwören von der Hand. Wir können die Stufe des Monsters ändern. Machen wir aber nicht. Stattdessen triggern wir einfach die Phantomritter der beschmutzten Beinschienen. Beschmutzt. Beschmutzt. Nee, die Stufen ändern wir auch nicht. Was ist das für eine Karte beim Gegner? Das interessiert mich gerade. What card is that? Buch des Mondes. Ja gut, das ist natürlich auch wieder doof. Wobei, ist das ein Problem? Ich glaube jetzt nicht unbedingt. Doch, es ist ein Problem. Ah. Es ist ein Problem. RIP. RIP, 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 RIP. Also ich merke schon, Blue Eyes ist immer noch ein Matchup, was echt nervig ist für das Deck. Blue Eyes ist echt nervig für das Deck. Das merke ich einfach, für mich. Na, ultimative Fusion, Attack. Na, warte, kann er nicht. Na, kann er nicht direkt. Moment. Moment, Moment, Moment. Oh, Thunder End Dragon. Thunder End Dragon! Okay, Thunder End Dragon ist strong. GG. Thunder End Dragon war strong. Aber wie gesagt, das ärgert mich. Das ärgert mich. Ich habe den falschen Rangsteigerungszauber gehabt. Wenn wir den richtigen Rangsteigerungszauber gehabt hätten, hätten wir den Ophion auch noch beschwören können. Okay. Müssen wir uns merken. Müssen wir uns merken, ist wichtig und richtig. Beim nächsten Mal machen wir es richtig. Ich habe den falschen Rangsteigerungszauber geholt. Oh. So, das war die optimale Hand für den Ophion. Okay. Dann machen wir es jetzt besser. Okay, jetzt machen wir es besser. Wobei wir jetzt natürlich nicht anfangen. Die rührende Mayakashi. Mayakashi. Ah, aber ey, wir haben Landseher. Wir haben Landseher. Richtig gut gegen Mayakashi. Oder? Ja, eigentlich nicht unbedingt. Ah, eigentlich nicht unbedingt. Landseher ist jetzt nicht unbedingt so gut. In dem Matchup. Weil die verbannen ja nichts. Gegen Shiranui wäre es big. Gegen Mayakashi? Einer vereinen. Ich meine, ich kann es jetzt mal droppen, aber es bringt mir ja nichts. Während des Spielzugs des Gegners kann ich eh nur Lanze aktivieren. Das heißt, wir warten mal ab. Jetzt wird wahrscheinlich Mayakashi-Dinge machen. Und das dauert jetzt erstmal. Hayun into Deka. AK Ducky. Und ja, das wird jetzt dauern. Chat, unterhaltet mich. Wie geht's euch? Geht euch gut? Ja? Geht's euch gut? Welches Deck gefällt euch denn gut? Worauf habt ihr denn Bock? In der kommenden Meta. Tell me more. Tell me more, Leute. Resonators, okay, Resonators, alles klar. Aber die haben ja nichts Neues dazu bekommen, oder? Ich glaube, Resonators, die haben ja leider nichts Neues dazu bekommen. Ich meine, guck mal, Mayakashi ist ein cooles Deck. Aber es dauert halt super lange. Oh, und dann noch so viele Backrow-Karten. Stop it, run. Blue Eyes, Alter. A man of culture, ich merke schon. Der Leaks, der hat Geschmack. Leaks hat sehr, sehr viel Geschmack. Okay. Phantomritter der zerrissenen Platten hauen wir weg. Dann hauen wir die Phantomritter des uralten Schleiers weg. Welche Karte nehmen wir stattdessen jetzt auf unsere Hand? Ich würde sagen, die Phantomritter der leisen Stiefel.
Dadurch triggern wir die Phantomritter der zerrissenen Platten. Und können dann zum Beispiel die Phantomritter der beschmutzten Beinschienen wieder aufs Feld holen. Nein, wir ändern die Stufe nicht. Das könnten wir jetzt aktivieren. Das ist halt nur die Frage. Nö, würde ich sagen, machen wir nicht. Stattdessen gehen wir einfach in die Phantomritter des zerbrochenen Schwertes. Mal gucken, ob jetzt die erste Interruption des Gegners kommt. Könnte ich mir gut vorstellen. Zwangsevakuierungsgerät. Okay, das ist schon mal sehr nervig. Sehr nervig sogar. So, lumpige Handschuhe. Into leise Stiefel. Ich glaube, da kommt ein zweites Zwangsevakuierungsgerät. Ich sehe es genau vor meinem dritten Auge. Oh, okay, never mind. Okay. Let's go. Und let's go, I guess. Oh, es war Mayakashi Metamorphose. What? Okay. Probieren wir den OTK? Wir probieren mal den OTK. Wenn er mich lässt! Nein! Er macht's gut! Es kommt Yuki, oder? Into Yoko. Ah, GG. That's it. Wobei, wartet mal. Nein. So leicht geht's nicht. So leicht bekommt ihr mich nicht. Jetzt ein Material von dieser Karte abhängen. Wait, aber dann hat sie kein Material. Kann ich sie dann trotzdem abranken? Wenn ein Finster ohne Material ist, Ja, doch. Ja, doch, das müsste ja trotzdem gehen. Ho! Let's go! Arc Rebellion Dragon! Ist egal, machen wir nicht. Effekt! Wir schmeißen dich ab! Du gehst auf 8800 Damage hoch! Und Angriff auf Yoko! Leute, what? Habt ihr gerade gesehen, durch was wir durchgespielt haben? Habt ihr das gerade gesehen? Durch wie viel Interruption? Ha! Das war gut, sage ich euch. Das war gut. Und das ist, meine Damen und Herren, das neue Phantom Knight Deck. Ja, so funktioniert's. So soll's gehen. Gerne mehr davon. Das ist doch Gameplay, was wir uns gerne hier angucken. Hoffe ich. Ich meine, wäre ja schade, wenn nicht, oder? So, wenn ich jetzt wieder anfangen kann, ist alles gut, aber wir fangen nicht an. Stattdessen spielen wir gegen Odd Eyes. Okay. Odd Eyes ist auch immer ein gutes Deck zum Trainieren. Hier können wir auch gucken, ob wir wieder um alles Mögliche drumherum spielen können. Man darf gespannt sein.
Normalbeschwörung Edeldrachenmagier. Okay, das ist Next Level Weird. Das ist Next Level Weird. Normalbeschwörung Edeldrachenmagier? Hä? Hey, wann kommen neue Videos? Morgen kommt eins. Anne. Und zwar dieses Video. Gameplay zu dem neuen besten Deck Phantom Knights? Fragezeichen? Fragezeichen? Okay. Also ich weiß nicht, was mein Gegner da gemacht hat. Ich glaube, er war, glaube ich, hart unlucky. So, Rebellion des Räubers. Wir starten wieder, indem wir eine Handkarte abschmeißen. Und wir schicken wieder die Phantomritter der zerrissenen Platten in Grave. Das ist, glaube ich, so der Start, mit dem ich persönlich immer am besten Start komme zurzeit. Start komme? Klar komme, so. Dann können wir Uralter Schleier mal wieder banishen. Dadurch, dass er gebanished wird, triggert der Effekt von zerrissenen Platten. Aber erst gleich. Wir holen uns jetzt einfach mal die beschmutzten Beinschienen. Dann triggert, wie gesagt, der Effekt der zerrissenen Platten. Und die zerrissenen Platten kommen ebenfalls aufs Feld. Und dann können wir die Phantomritter der beschmutzten Beinschienen spezial beschwören. Das sind ja die, die wir gerade gesucht haben. Und wir haben halt immer noch unsere Normalbeschwörung. Das ist wichtig, ja? Wir haben immer noch unsere Normalbeschwörung. Ja, wir haben immer noch unsere Normalbeschwörung. So, dann können wir nämlich den Effekt von den zerrissenen Platten aktivieren, um unsere Trap in Grave zu bekommen. Dadurch haben wir nochmal ein bisschen Backup, was wichtig ist. Und wir searchen uns jetzt einfach... Ja, was searchen wir uns? Das würde sich jetzt hier wieder ergeben. Wir würden die Beinschienen wieder abschmeißen. Das ist okay. Da liegen die nämlich schon in Grave. So, dann können wir in unseren Rank 3 Guy gehen. Boom. Rank 3 Guy ist am Start. Und wir können jetzt entweder die Backrow-Karte und ihn poppen, wenn er die nicht aktiviert. Oder wir aktivieren unseren Skill. Aber ich würde sagen, den Skill behalten wir erstmal, weil wir immer noch Follow-Up haben. Ja, wir behalten immer noch den Rest. Stattdessen zerstören wir jetzt ihn plus die Backrow-Karte. Weil das die Karte ist, die uns noch so ein bisschen nerven kann. CC Cosmic Cyclone. Okay. Okay, und er kann eben halt immer noch was aktivieren. Das ist irgendeine Handtrap. Das ist irgendwie eine lästige Handtrap wahrscheinlich. Oder er hat sich jetzt gerade einfach Zeit gelassen. Egal. Effekt von dem zerbrochenen Schwert. Wir holen uns jetzt nochmal beschmutzte Beinschienen und zerrissene Platten aus Feld. Einmal. Zweimal. Und jetzt geht's in... Meißegal. Das ist wieder die falsche, ne? Also wenn, dann müsste ich den einmal holen. Das macht aber auch keinen Sinn gerade. Das hat gerade auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Na egal. Einmal, zweimal. Ja, es war sinnlos. Aber für meinen Seelenfrieden, den ich nicht habe, machen wir jetzt nochmal das hier. Der kriegt extra Attack. Rangsteigerungskraft der Phantomritter. Nur eine Karte, die wir banishen. Wir banishen nämlich einmal die, ranken dann ihn ab auf den regulären Requiem Dragon. Ja, wir finishen den Gegner jetzt einfach. Ziehen das gar nicht erst in die Länge oder so. GG's, meine Damen und Herren. Boom! So leicht kann's gehen. So leicht kann's gehen. Also das Deck ist wirklich mächtig. Es ist halt wirklich gut. Es wird die neue Meta sein, da bin ich mir absolut sicher. Es ist halt einfach gut, ja. Es ist halt einfach gut. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich meine, allein die Tatsache, dass die meisten Leute damit heute mal wieder direkt am ersten Tag King of Games erreicht haben,
zeigt einfach nur, dass das Deck ist, was das Deck to beat sein wird wahrscheinlich in der kommenden Meta. Aber es ist gut, weil die alten Decks, in Anführungszeichen alten Decks, Zombies etc., die haben einen Counter gebraucht. Das Deck hier ist vernünftig, es kann gut um Backrow rumspielen, es kann generell gut um Disruption rumspielen. Das war halt immer schon gut an Phantom Knights. Und das Deck ist jetzt nochmal ein Stück besser geworden. Und das freut mich sehr. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Falls ihr neu hier wart, Follow da lassen bzw. abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein. Link zum Deck in der Beschreibung.